So, einen recht schönen guten Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Ich habe jetzt Abend, also von daher sage ich jetzt einfach mal guten Abend. Aber wenn ihr diesen Podcast morgens hört, dann ist für euch halt Morgen. Wir haben es also wie gesagt abends und die Fenster sind jetzt natürlich dicht. Es ist jetzt irgendwie bei 22 Uhr, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Uhr um, ich brauche keine Uhr, warum auch. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich mache mir jetzt einen Tee, das habe ich so beschlossen. Und warum mache ich mir jetzt einen Tee? Weil ich keinen Kaffee mehr trinken darf, denn morgen ist ja Arbeit. Und ja, ich habe aber noch genau hier viermal Früchtetee. Und deswegen, ja, das passt einfach ganz gut. Ich nehme meinen Becher wieder und ja, könnte mir jetzt natürlich auch eine größere Kanne machen. Aber nö, ganz so viel Tee möchte ich dann doch nicht trinken. Ja, schöne Grüße auch an Markus. Markus hat leider Corona gehabt oder hat es immer noch. Auf jeden Fall wurde er aber wieder negativ getestet. Also Markus ist auf jeden Fall auf dem Weg zur Besserung. Ja, von mir nochmal auch auf jeden Fall viele, viele Grüße, Markus. Und werde auf jeden Fall wieder gesund. Und ja, damit du endlich mal deinen Podcast in Gang kriegst. Weil schließlich wollen wir ja auch hören, was du so für Audiobeiträge machst. Wenn du alleine oder mit Ramona halt. Ne? Und von daher werde gesund und von mir nochmal alles Gute. Und ich denke mal, alle anderen schließen sich sicherlich an. Ja, bei uns wird nicht mehr getestet erstmal, außer die Ungeimpften, die müssen. Ansonsten, ja, ist das Testen für uns erstmal vorbei. Finde ich auch ganz gut so. Denn wir haben irgendwie alle auch die Schnauze voll davon. Und naja, mal gucken, wie lange das so bleibt. Wie lange das so wirklich bleibt und nicht getestet wird. Vielleicht geht es ja im Herbst wieder los. Ja, mal gucken, was sich für mich noch ändert. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, lassen wir uns einfach überraschen. Ich bin aber guter Dinge und ja, glaube einfach, dass in diesem Jahr noch irgendetwas passiert. Ich hoffe es zumindest, dass sich noch irgendwas in meinem Leben ändern wird. Und ansonsten machen wir uns jetzt erstmal einen schönen Früchtetee. Und ja, denn ich habe schon geschlafen und ob ich jetzt nur um 10 oder um 11 schlafen gehe, kann ich auch vorher noch mal einen Podcast aufnehmen. Das ist kein Problem. Ja, also Mia macht wieder Radau. Mau macht sie. Ja, Mia. Mijasovic. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist nicht viel zu tun. Morgen kann ich wieder mal Kabeltrommeln machen. Das ist etwas, worüber ich mich sehr freue, weil Kabeltrommeln ist ja doch wieder was anderes als dauernd diese Teile sortieren. Darüber freue ich mich auch schon sehr. Und ja, das wird sicherlich mal wieder eine kleine Abwechslung, wenn auch nicht der Hammer. Aber wie gesagt, wir haben ja schon Donnerstag, das Wochenende rückt näher. Was will man mehr, ne? So sehe ich das einfach. Ja, jetzt mein Wasserkocher. Den brauche ich ja dafür. Und dann werde ich mir einfach mal einen richtig schönen Früchtetee machen. Ja, es ist natürlich nicht dasselbe wie ein Kaffee. Das weiß ich auch. Aber naja, gut. Ich sage mal lieber so, als wenn ich jetzt Kaffee trinke und dann die ganze Nacht wach bin. Das muss eigentlich auch nicht sein. Genau, jetzt also Wasserkocher an. So, jetzt kann der Wasserkocher in Ruhe kochen. Was soll er auch sonst tun?
Ja, ich habe auch kein Handy bei, kein Telefon, nichts. Handy und Watch ist schon am Lade, ist schon in der Ladestation sozusagen. Also lädt alles, ne? Handy ist am Kabel und die Watch liegt auch auf ihrem Kabel da, auf diesen Docking-Dings da. Ja, und normale Uhr habe ich jetzt gar nicht um, brauche ich auch nicht, denn es ist auch mal schön, einen Podcast zu machen, ohne dass man irgendwie die Zeit im Hintergrund hat. Ne? Klar, wir müssen aufpassen, dass die Datei nicht zu lang wird, das ist klar. Also über eine Stunde geht immer, länger nicht, weil sonst meckert Anker ja. Aber naja, wie gesagt, jetzt mal wieder ein schöner Abendpodcast, ein bisschen zum Ausklang des Abends, muss auch mal sein. Mit dem Olympus DM 720 natürlich wieder am T-Shirt dran, so wie ihr es halt gewohnt seid. Keine Zoom- oder Weiteinstellungen. Finde ich auch immer ganz cool. Und der Wasserkocher heizt das Wasser auf. Ja, ihr hört jetzt den Wasserkocher rauschen aus der Ferne. Ja, Folge 466, wie gesagt. Also wir kommen so langsam der 500 immer näher. Das finde ich auch ganz gut. Genau, jetzt heizt er auf und dann, das ist doch schön. Das ist doch herrlich, dass das hier so funktioniert. Genau. Mein Becher habe ich schon bereit. Jetzt fängt das Wasser gleich an zu kochen und dann, genau, das Geräusch kennt ihr. Genau, jetzt geht er aus, klar, muss er ja auch. Genau, jetzt nehmen wir hier den Wasserkocher und jetzt können wir schon reinkippen. Ja, man muss jetzt natürlich aufpassen, dass man sich nicht verbrüht. Das ist halt immer so eine Sache mit dem Tee. Deshalb mache ich Tee auch nicht gerne. Aber was soll's. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir nicht zu voll machen. Ja. Darf natürlich nicht zu heiß werden, zu voll werden möchte ich natürlich. Ich gucke jetzt gerade mal, wie vom Abstand her. Aber es muss natürlich auch ein bisschen was drin sein. So ist es nicht. Ne? Genau. Genau.
Also das müsste jetzt eigentlich reichen. Teebeutel sind drin. Dann haben wir hier einen einigermaßen vollen Becher. Ja, das ist doch gut. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. So, dann machen wir den Becher jetzt mal zu. Ja, ist für mich schon mehr notwendig, dass er zu ist. So, richtig zudrehen. Jetzt kann er in Ruhe ziehen. Wir kippen natürlich den Rest von dem heißen Wasser weg. Denn sehr heiß. So. Ja, jetzt kann der Tee in Ruhe ziehen. Das ist auch für Tee ganz gut. Ja, fast bis oben hin voll der Becher. Also ich denke mal so ein, zwei Tassen sind da immer drin. Das reicht. Ja, jetzt lassen wir ihn einfach ziehen und stellen ihn dahin, wo er halt sonst immer steht. Also hier bei der Kanne. Genau, da stelle ich ihn jetzt hin. Und jetzt kann er in Ruhe, sagen wir mal so 10 Minuten ungefähr ziehen. Und dann können wir ihn ja schon trinken. Ja, während der Tee zieht, werde ich mir meine Stullen für die Arbeit machen. Das ist ja dann auch gut. Dann kann ich das gleich sozusagen abhaken. Und ich habe heute schon meinen Podcast gemacht. Das ist ganz gut. Also heute auf den Abend. Das heißt also, morgen kann ich dann etwas länger schlafen. Ne? Dann muss ich nicht morgens das Gehetze und so. Das ist schon... Ich meine, wenn ich natürlich morgen Lust habe, mache ich ihn auch nochmal. Mache ich auch nochmal einen Podcast. Aber wie gesagt, es kann auch passieren, dass ich länger schlafe und dann... Naja. So, jetzt haben wir hier also die Brotdose. Jetzt gucke ich mal, ob alles schon... Ja. So. Zwei Scheiben Brot reichen ja. Die werden halbiert. So. Und schon haben wir das Brot. Und jetzt brauchen wir ja bloß noch... Genau. So machen wir das. Ja, jetzt noch die Wurst. Ich habe bloß noch ein Stück Käse. Eine Scheibe Käse. Aber macht nichts. Die reicht für heute noch. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob die Wurst schon gut ist. Ja, die Wurst ist schon super. Ja, na dann mache ich mir gleich mal gut, die Wurst machen wir gleich mal auf. Gut. Nehmen wir mal 4 Scheiben Wurst für eine Stulle. Ja, das klingt jetzt ein bisschen viel, aber es ist berechtigt, denn ich will ja auch satt werden. Ich habe gestern gemerkt, ich habe gestern 3 Scheiben drauf gehabt und auf eine ist eine Stulle und das ist schon was anderes, wenn man ordentlich die Stulle belegt. Ja. So, das hätten wir. Jetzt haben wir noch den einen Käse hier. Die eine Scheibe Käse, auch die werde ich halbieren, sodass ich praktisch für jede Stulle noch eine Scheibe Käse habe. So. Genau, morgen gibt es irgendwas mit Lachs zum Essen auf Arbeit. Lachs mit einer Maispanade oder so ähnlich. Irgendwie habe ich das richtig verstanden, hoffe ich. Naja, mal gucken, wie das morgen schmeckt. Schauen wir einfach mal, dann sehen wir schon. So, jetzt haben wir hier die erste Stulle schon mal gepackt. Und wir packen jetzt die zweite Stulle. Ich nehme wieder viermal 1, 2, 3, 4-mal Wurst. Den Käse rauf. Zack. Genau. Und schon haben wir eine Stulle gemacht. So, die ist fertig. So. Stullen für die Arbeit sind fertig. Ach,
Genau, jetzt haben wir hier noch wie viele Scheiben? Naja, 2 Scheiben, die esse ich so. Ich habe mich Hunger jetzt. Tüte. Ja, wunderbar. Ausgezeichnet. So, hier haben wir noch einen Löffel, den können wir gleich wegräumen. Nee, mir geht das an sich. Heute geht es mir wieder etwas besser. Also die Tage vorher war ich wirklich sehr kraftlos und ja, die Arbeit hat mich sehr ausgelaugt. Das habt ihr ja mitbekommen. Deswegen ja auch der Podcast mit der Einsamkeit. Ne? Also mich hat das alles sehr, sehr zugesetzt. Und aber jetzt versuche ich mich wieder ein bisschen hochzurappeln. Es ist natürlich nicht leicht, aber naja, man muss ja immer nach vorne gucken, sag ich mal. Ne? Und ja. Mal gucken, wie alles so weitergeht. Ja. Ob ich noch mal irgendwie umziehe. Also ich habe schon gesagt, wenn Ela und Stefan wirklich mal ein Haus kriegen und egal wo es ist letztendlich, wenn ich da meinen eigenen Bereich kriege und dann würde ich natürlich auch mitziehen. Das würde ja dann auch gehen, obwohl ich die Insolvenz habe. Ne? Das wäre also ein, ja, also das ist noch so die Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, weil dann wäre ich nicht mehr alleine. Stefans Mutter würde wahrscheinlich auch noch mitziehen. Also von daher wären wir dann auch wieder ein paar Leute. Und ja, mal gucken, wie das alles so läuft und ob es so passiert. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt so eine Option jetzt, sage ich mal, die ich auf jeden Fall eingehen würde, weil bevor ich wirklich alleine bin, würde ich die Option nehmen, weil dann bin ich nicht mehr alleine. Dann habe ich Leute, mit denen ich tagsüber auch quatschen kann und das ist mir halt auch wirklich sehr viel wert. Muss halt nicht mehr ganz so alleine leben und ja, also wenn das wirklich klappen sollte in den nächsten Jahren, sage ich jetzt mal, oder keine Ahnung wann. Das ist ja wie gesagt nichts spruchreif oder so, aber das ist halt eine Option, die ich mir selber auch noch gelassen habe und gesagt habe, gut, sollten die wirklich ein Haus haben, wo ich meinen eigenen Bereich kriegen kann, dann werde ich auch mitziehen. Und dann ist mir das auch egal, wer da noch mitzieht, sage ich jetzt mal, weil so wenn ich meinen eigenen Bereich habe und dann, das ist ja auch für die Katzen besser, die hätten dann halt auch Auslauf und ich würde halt auch mehr zur Ruhe kommen, weil ja, die Katzen können sich besser mit sich selbst beschäftigen, da würde dann auch Katzenklappe gemacht werden und alles, sodass die sich draußen bewegen können und ja, alles was für die Katzen gut ist, kann für mich nicht schlecht sein, sage ich mal, ne? Und ich sag mal, bevor ich wirklich alleine irgendwo versauere und ja, also mein, selbst wenn ich nach Selo ziehen würde, aber wenn Ela und Stefan natürlich wieder weiter wegziehen und ich hänge dann in Selo, gut, da habe ich zwar mehr Anschluss an die Arbeit, aber letztendlich habe ich ja auch nicht so viele Kontakte mit den Leuten auf Arbeit. Ne? Also
letztendlich würde ich da dann auch wieder hängen. Und so würde ich aber dann halt mitziehen und hätte dann halt immer irgendjemanden zum Quatschen, auch mal abends, dass man dann auch mal zusammen einen Film gucken kann oder, ne, und wie gesagt, es ist eine Option, die noch nicht spruchreif ist und, ne, aber das sind so halt Überlegungen, wo ich mir sage, das ist halt etwas, worauf ich eingehen würde, wenn ich meinen eigenen Bereich da habe, ne. Und ich brauche ja nicht viel, ne. Also mein eigenes Klo ist mir schon wichtig letztendlich, ne. Ich möchte nicht, dass ich mich mit allen da ein Klo teile oder so, das muss nicht sein. Ne, weil man will ja auch mal abends aufs Klo gehen und oder nachts. Und wenn man dann irgendwie so ein Gemeinschaftsklo hat und man müsste dann ins Haus, ins Gebäude und also das sind halt so Sachen, die mir sehr wichtig sind. Ne? Aber ansonsten zimmermäßig brauche ich ja nicht viel. Letztendlich brauche ich bloß ein kleines Schlafzimmer und einen Wohnbereich, der auch nicht riesig sein muss. Und ja, und irgendwas zu Musik machen halt, ne? Dass man halt, dass ich vielleicht da die Möglichkeit habe, wenn ich wirklich mit denen im Haus wohne, dass ich dann halt wirklich so ein kleines Musikzimmer oder sowas kriege, ne? Also, oder irgendein Abstellraum für die ganze Musik, dass das halt wirklich, ja, dass ich einen Raum habe, den ich zumachen kann und da sind die ganzen Sachen aufgebaut, ne? Da brauche ich dann bloß rein, setz mich ans Keyboard und kann loslegen. Das ist eine ganz andere Geschichte als so, wie es hier ist. Und ja, und vor allem, ich hätte immer Leute bei. Ich hätte immer Leute da. Ne? Ela wäre immer da. Stefan ist am Wochenende da. Die Mutter von Stefan auch. Und ja, wenn ich dann meine Freundin kennenlerne, das ist dann auch nicht so schwierig, ja, dann kann ich auch immer sagen, ja, die ist da und da, wir holen sie zusammen ab und so, das ist natürlich dann auch alles ein bisschen einfacher, als wenn ich alleine dann irgendwo wohne und dann, ja, wie trifft man sich dann und Selo und wie kommt sie da hin und dann habe ich niemanden, der mir dabei helfen kann groß und das ist ja auch noch so eine Geschichte, ne? Ich muss ja auch weiterdenken und ja, es ist auch mit dem Essen denn besser. Ja, ich kann dann abends mit denen zusammen essen oder morgens mit denen zusammen frühstücken. Ne? Und das ist mir auch wirklich lieber. Ich brauche einfach Gesellschaft. Ich bin ein Mensch, der ich kann alleine, und das habe ich wirklich in den letzten Jahren wirklich festgestellt, ich kann auf Dauer alleine nicht existieren. Das kriege ich nicht hin. Ja, also dieses alleine morgens aufstehen und mir selber alles machen, ist ja schön und gut. Ich kann es auch, ne? Aber es ist einfach langweilig. Es ist einfach, es bringt mich einfach in den Wahnsinn. Jeden Morgen alles alleine machen und nur für mich. Und ja, außerdem sind ja auch die Hunde und dann habe ich auch wie, und die haben ja dann auch hätten wir ja auch einen Garten und alles. Das heißt, ich wäre dann natürlich auch öfter draußen im Garten. Das ist dann auch wieder, ich bin dann halt auch mehr in der Luft. Also ich denke halt auch wirklich, wie gesagt, ob das jemals klappt, weiß ich nicht, aber es ist eine Option, um vielleicht früher rauszukommen, also noch vor der Insolvenz, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, für mich letztendlich die einzige Möglichkeit, alles andere, jede andere Option ist halt alleine leben und irgendwann, ja, würde mir das einfach zu Kopf steigen. Ne? Und ich bin halt, wie gesagt, nicht der Typ, der alleine ist. Und ja, mal gucken, wie das alles läuft. Wie gesagt, das ist ja alles auch noch nicht spruchreif. Und ich halte euch da auf jeden Fall auf den Laufenden. Ihr werdet es ja mitkriegen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Und ob es läuft. Ne? Aber man muss sich ja mehrere Optionen auch... Man muss sich jede Option halt halten. Ne? Man muss halt immer gucken. Es gibt mehrere Optionen. Die eine Option wäre nach Selo ziehen, irgendwann mal. Ja, aber das ist halt auch so ein Ding. Ne? Wer weiß wann und ob es überhaupt noch geht. Schauen wir einfach mal, wie gesagt. So. Jetzt haben wir hier den Tee. Ich habe eine Tasse, ne? Ist ja logisch, oder? Ja, wie gesagt, das sind alles Sachen, die nicht von heute auf morgen passieren. Und ich fahre ja immer zweigleisig. Also ich
Entweder wohne ich irgendwann mal in Seelow oder ich wohne mit denen in einem Haus oder ich bleibe halt hier in Manschnow. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Ja, wir werden sehen, was sich davon bewahrheitet. Ich rechne ja eher mit Manschnow persönlich. Aber ja, schauen wir einfach mal. Ja. So, jetzt schmeiße ich noch den Karton, leeren Teekarton weg. Ja, aber wie gesagt, ich bin offen für alles und wie gesagt, mir ist inzwischen alles wurscht. Also ich ziehe auch mit, wo ich mitziehen kann. Also mir ist das total egal. Hauptsache, ich bin nicht mehr alleine. Also das ist mir das Wichtigste. Und weil alleine gehe ich irgendwann volle Runde. Also alleine drehe ich irgendwann durch und das, ja, und das muss ja nicht sein. Ja, jetzt brauchen wir noch Süßstoff und dann trinke ich mit euch noch den schönen Früchtetee. 1, 2, 3, 4, genau, 4 Stück reichen ja, wie beim Kaffee. So, ja, und dann schauen wir mal, wie sich alles so entwickelt. Wie gesagt, wissen tue ich es noch nicht, was passiert, aber das ist ja auch das Spannende im Leben. Man weiß nie, wie es alles wirklich kommt und ja, aber wie gesagt, ich bin offen für alles und ja, wo ich auch immer später landen werde, Hauptsache, ich bin nicht mehr ganz so allein. Das ist mein Ziel eigentlich. Ja, genau, jetzt haben wir hier den Tee und den, genau. Mal gucken, ob er schon, naja. Ich hoffe mal, dass das schon ein bisschen gezogen hat. Ich meine, wir haben ja ein bisschen gewartet. Jetzt gieße ich erstmal ein bisschen was ein. Natürlich gießen wir nicht zu viel ein. Ja, nicht, dass die Tasse zu voll wird. Wir müssen so viel eingießen, dass wir halt... Ja, aber das schaffen wir schon. Genau. Tee ist was Leckeres. Ich trinke viel zu selten Tee, das weiß ich, weil ich mich immer wieder auf Kaffee stürze. Ja. Aber das ist, wenn man ein Getränk gewohnt ist. Ja, genau. Dann ist das halt immer so. Ja. Ja. So, Tasse ist auf jeden Fall einigermaßen voll. Vom Gewicht her geht es auch. Jetzt rühren wir ein bisschen. Dann werde ich noch ein bisschen warten, bis der Tee sich ein bisschen abgekühlt hat. Und ja. Ja, die Kanne macht schon wieder Geräusche hier. Ja, ich meine den Becher. Warten wir noch ein bisschen. Ich kann ja schon mal kurz nippen. Mal gucken, wie er schon schmeckt. Ja, geht. Ja, da waren nur noch 4 Beutel drin. Ich glaube, ich hätte wirklich 6 Beutel am liebsten genommen. Oder 8. Weil ich ein bisschen schwach finde ich ihn. Obwohl ich ihn eigentlich lange gezogen habe. Aber weil er lange gezogen ist. Aber trotzdem, ich trinke Tee immer ein bisschen stärker eigentlich. Aber gut, egal. Man sagt ja auch Tee beruhigt. Mal schauen wir mal. Dann sehen wir schon.
Und ihr habt endlich mal wieder eine etwas längere Folge, ne? Das ist ja auch mal ganz gut. Mit allem drum und dran, mit Tee kochen, mit Gequatsche. Ja, ein bisschen Planung für die Zukunft. Mal gucken, wie das alles wird. Ich sag ja immer, lieber mit gar nichts rechnen. Dann passiert vielleicht irgendwas. Ja, also mal gucken. Auf jeden Fall sind das die Optionen. Ne? Manchno bleiben wäre die schlimmste Option eigentlich. Nach Selo ziehen, ja, das wäre erst nach der Insolvenz möglich. Und mit Ela und Stefan ins Haus ziehen, wenn sie dann ein Haus haben. Und wenn das dann ein Haus ist, wo ich auch meinen eigenen Bereich habe, dann ist das auch kein Problem, würde ich genauso machen. Ja, aber wie gesagt, das entscheidet sich alles in der nächsten Zeit. Und ja, bis jetzt hat es ja nicht wirklich geklappt. Und ja, ich gehe auch mal davon aus, dass das nicht klappen wird. Wenn es klappt, okay, aber ich bin ein Realist, was sowas angeht. Und bin da nicht gleich so euphorisch, weil ich habe viel zu viele Dinge erlebt, die dann doch nicht geklappt haben. Und ja, von daher bin ich da ein bisschen skeptisch und ja. Jetzt bin ich erstmal hier in Manchnow und jetzt stelle ich mich erstmal auf die Situation ein, die halt ist. Und das ist ja immer wichtig, auch im Jetzt zu leben. Ne? Also auch sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist. Und irgendwie muss man ja da durch. Ne? Kennt ihr ja alle so eine Situation. Ja. Wir können ja mal gucken, ob die Vögel zwitschern. Gucken, es ist jetzt bestimmt schon 10, aber mal gucken. Schauen wir mal. Nein, die Vögel schlafen langsam. Naja, gut, jetzt wird es auch ruhiger draußen. Ja gut. Also Fenster öffnen erstmal zu. Ja, im Hintergrund hört ihr wieder den Kühlschrank summen. Schön, schön. Ja, was wünsche ich mir für diesen Sommer eigentlich noch? Also ich wünsche mir auf jeden Fall für diesen Sommer noch irgendein schönes Erlebnis. Also ich weiß zwar nicht was, aber ja, dass noch irgendetwas kommt, was ich halt erlebe, wovon ich etwas zehren kann, was ich euch vielleicht auch sogar mitteilen kann. Ja, sowas würde ich mir einfach für diesen Sommer noch wünschen irgendwie. Ne? Also klar, ich werde nicht groß rausgehen oder baden fahren oder sowas. Muss ich auch gar nicht. Also so wild bin ich da gar nicht drauf. Gerade jetzt auch mit den Wespen geht es ja jetzt auch los. Und also darum geht es mir nicht. Aber dass ich vielleicht doch mal das ein oder andere Erlebnis habe. Wie gesagt, ich bin ja auch immer noch hinter dem Konferenzkit her, MI30. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall noch irgendwie zulegen dieses Jahr. Und das möchte ich auf jeden Fall noch haben, weil das ist wirklich eine Bereicherung für den Podcast, gerade auch wegen dieser Stereobreite. Und aber wie gesagt, das kommt wirklich. In erster Linie brauche ich mal wieder irgendwas, was mich ein bisschen aufpeppt, sage ich jetzt mal. Ja.
das wäre einfach mal schön nochmal, dass der Sommer, dass man aus dem, vom Sommer sagen kann, ja, man hat etwas mitgenommen, sage ich jetzt mal, und cool. Ja, wie Weihnachten wird, weiß ich auch noch nicht. Das hängt davon ab, wie alles jetzt so passiert und ja, ob ich bei Ela feiere oder nicht. Also ich denke mal schon, dass ich zu Ela und Stefan gehe, Heiligabend, aber das ist ja noch Zeit. Ehrlich gesagt, mir ist gar nicht nach Weihnachten, aber gut. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Tee. Ich denke mal, es wird nicht mal eine Tasse sein, aber das macht ja nichts. Ja, werden wir den Rest einfach mal eingießen. Ja, mal gucken, vielleicht ist es ja doch noch eine Tasse. Wäre ja cool. Ja. Genau. Die Reste. Dann ist gut. Ja. Genau. Nur würde ich mir ganz eine Tasse, aber so ist wenigstens der Beutel, so ist wenigstens der Tee alle, ne? So, dann brauchen wir nochmal viel mal Süßstoff. Ja. Genau. Also es ist ungefähr noch eine Tasse geworden. Das ist ganz gut. Zwei Tassen sind in diesem Becher drin. Reicht ja auch für... So. Genau. Dann kann ich den Becher schon mal ausspülen und die Beutel schon mal wegschmeißen. So, Becher aufdrehen. Die Beutel auskippen, Waschbecken natürlich. So, genau, das sind die Beutel. Jetzt spüle ich erstmal meinen Becher aus. Mache ich zuerst. Ja. Genau. So. Dann mal den Deckel auch ausspülen von dem Becher. Logisch. Achso, alles ein bisschen lösen. So. Genau, sodass wir nur noch die Beutel haben hier. Die Beutel halte ich jetzt kurz nochmal unter Kaltwasser. Einfach aus dem Grunde, weil ich die nämlich gleich ein bisschen ausdrücken werde mit Wasser. Also das Wasser rausmachen werde, aber dazu müssen die Beutel erstmal auch etwas kühl sein, sonst verbrenne ich mir die Finger. So, dann raus mit dem Wasser. Genau. Weil, wenn man die nämlich wegschmeißt und die sind vollgesaugt, dann wird die Tüte auch zu nass und naja, ihr kennt das ja alle. So, dann kurz mal alles wegspülen. Genau. Und die Beutel schmeißen wir jetzt einfach mal weg. Zack, weg sind sie. Dann nochmal Hände waschen und genau. So. Alles gut. So, dann ist das nämlich schon weg, alles. Wie gesagt, ich bin ja so ein Mensch, der immer alles gleich wegmacht und nicht irgendwie den Becher noch stehen lassen mit den Beuteln drin. Und naja, nee, das muss nicht sein. So, jetzt haben wir noch den Tee hier. Ja, ist nicht mehr ganz voll. Aber ich
Ich sag mal, dafür reicht's noch. Ist auch noch gut heiß. Ja, sehr gut. So, jetzt ist meine Tasse alle. Ja. Dann werden wir die Tasse mal wieder abwaschen. Genau. So, mir ist jetzt übrigens sehr warm geworden durch den Tee. Also das ist wirklich so, wenn einem kalt ist, man braucht wirklich nur richtig heißen Tee zu trinken. Und dann, also im Winter optimal, im Sommer, naja. Ist jetzt nicht so der Knaller, aber was soll's. Es ist schöner, abends einen Tee zu trinken. Leider halte ich mich viel zu selten daran. Das liegt aber einfach daran, dass ich selber kein Teetrinker bin. Ne, Mia, siehst du auch so, ne? Ja, meine Süße. Was ist los? Ja. Miau, miau, ja, ja. So, wir gehen jetzt also ins Schlafzimmer hinein. Jetzt muss ich natürlich mein iPhone wieder trennen vom Ladegerät, aber das macht ja auch nichts, ist ja kein Problem. Ah, die Apple Watch bleibt auf jeden Fall dran, denn die brauche ich ja jetzt nicht. Gut. Eine Mitteilung. Google News vor 10 Minuten. NTV Nachrichten. Urteil im Missbrauchsprozess. Ex-Popstar R. Kelly muss 30 Jahre in Haft. Anhalten. Oh. Ja. R. Kelly muss 30 Jahre ins Gefängnis. Ja, ich meine, wenn er wirklich jemanden missbraucht hat, dann ist das auf jeden Fall richtig. Ja, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ich war halt nur mal die Meldung von meinem iPhone hier. Naja, 30 Jahre, lange Zeit. Aber gut, wenn man so einen Scheiß macht, muss man auch dafür gerade stehen und ja, Missbrauch geht gar nicht und da habe ich überhaupt kein Verständnis für und es ist richtig, dass man so eine Leute bestraft und auf jeden Fall. Also, da hört der Spaß auch wirklich auf. Ja, klar, es hat letztendlich nichts mit der Musik zu tun, ne? Also klar, es gibt wahrscheinlich Leute, die jetzt sagen, ich höre seine Musik nicht mehr oder so, also das sehe ich nicht so, weil ich sage mir immer, ich trenne das ja trotzdem, auch wenn Missbrauch natürlich immer hart ist. Aber ich sage mir natürlich irgendwo, ja, es gibt noch die Musik und es gibt den Menschen. Ne? Und gut, ich war jetzt nie so ein großer R. Kelly-Fan, also von daher ist das jetzt auch nicht so, war so ein Ding. Also und ja, gut. Aber gut, muss er halt 30 Jahre ins Gefängnis. Ja. Ob sich die Leute da wirklich bessern, ist halt immer die Frage. Ne? Meistens werden sie ja schlimmer, wenn sie im Knast sind. Aber auch das soll nicht unser Problem sein. Aber Missbrauch, also ich weiß nicht, warum so eine Leute das überhaupt nötig haben. Ey.
Leute, andere Leute zu missbrauchen. Ich finde das sexuell, das ist einfach nur schlimm und ja, da habe ich echt kein Verständnis für sowas. Naja, so. Jetzt wird erstmal alles angeschlossen. Ganz in Ruhe, wir haben Zeit. Es ist ja nun erst abends. So. Geladen. Eine Mitteilung. Ja, wir wissen die Mitteilung, müssen wir jetzt nicht normal hören. So. Mitteilung, Podcast, Google, soziale Netzwerke, 70% bei Geladen. Naja, das Handy hat auch schon 70%, also ordentlich. Es ist schon geladen, also von daher seht ihr, Leute, so ist das. Na gut, da beende ich jetzt die Aufnahme. Das war also Podcast von Sven Heidenreich. Folge Nummer. Oder wie Markus es immer gerne parodiert, ne, wenn ich immer sage, Folge Nummer 466. Ja, wir hören uns in der Folge 467 wieder. Und ja, Markus, an dich nochmal gute Besserung. Und jo, man hört sich. Ciao, ciao.